Ach ja, die Vorweihnachtszeit kann so schön sein. Wir versüßen sie euch mit diesen 6 Treffern. Ein letztes Mal in diesem Jahr seid ihr bei der Wahl zum DKB-Tor des Monats gefragt. Welcher Treffer bringt euch zum Staunen? Stimmt ab! Erst fangen, dann werfen? Nicht bei Tom Skrublin. Wozu auch, wenn man den Ball ganz einfach auch so ins Tor weiterleiten kann. Sein Gegenstoßtreffer gegen Frisch auf Göppingen ist unser erster Vorschlag. Gegenspieler 1, 2 und 3 lässt Alexander Hype alt aussehen. Aus dem rechten Rückraum kämpft er sich im 1 gegen 1 durch und findet dann den Abschluss hinter dem Rücken. So viel Übersicht, Respekt. Europameister Fabian Wiede in einer ganz ungewohnten Rolle. Statt als Rückraumshooter agiert er bei diesem Dreher mit ganz viel Gefühl. Tor 3. Unter Bedrängnis rückwärts fallend ganz genau in den Winkel eingenetzt. Diesen ganz sicher nicht leichten Treffer steuerte Marcel Möller von der SG Leutershausen bei. Ist er euer Favorit? Den machst du auch nicht alle Tage. Unentschieden, die Zeit abgelaufen, der letzte Freiwurf. Und Jonas Fisse zieht das Ding an der Abwehrmauer vorbei ins Tor. Dafür gab's 2 Punkte für die Aigner Spielvereinigung und eine Nominierung zum DKB-Tor des Monats. Tor 6 kommt von Marian Orlowski. Der Stuttgarter und sein Teamkollege Schweikart brauchen keine Worte. Sein einhändiger Camper ist unser letzter Vorschlag.